Guten Tag, meine lieben Zuschauer. Heute haben wir den 18. September 2024, und ein treuer Abonnent hat mir gestern noch mal ein Video zugeschickt. Ich sollte doch mal ein Video machen über die Sendung Die 100, was Deutschland bewegt. Das lief, glaube ich, am Montag um 21 Uhr anstatt Hart aber fair. Und ich habe die Sendung nicht gesehen. Er hat mir da so ein paar Videomitschnitte mitgegeben. Und das kam mir so vor wie damals Michael Schanze 1, 2 oder 3. Jeder konnte sich da so ein Feld aussuchen. Das hat mich da sehr stark daran erinnert. Ingo Zamparoni, der Nachrichtentagesthemensprecher von der ARD. Und jetzt schlagen ja doch die Wellen sehr hoch, weil man hat ja wohl angeblich diese 100. Da kommt mir auch das Spiel hier vor auf Sat.1, alle gegen 99. Da gibt es ja auch solche Spiele, wo Leute aus der Bevölkerung dann gegeneinander spielen. Aber das ist ja noch ein Spiel. Und das kam ja hier bei hier die 100, was Deutschland bewegt, auch vor wie ein Spiel. Aber das ist ja purer Ernst, weil da wurde ja die AfD wieder voll in diese 1933 bis 1945, in diese Zeit reingeschoben mit unfassbaren Clips, meiner Meinung nach. Was ich da gesehen habe, hat mir schon wieder gereicht. Das mit dem Koffer hier, dass die Juden hier auf gepackten Koffern sitzen würden, weil hier die AfD eine Endpartei wäre. Man müsste eigentlich die ARD, diese Sendung, komplett hier eine dicke Anzeige laufen. Hier muss der Verfassungsschutz ganz klar hinschauen, aber dem kann man ja auch nicht mehr trauen. Verfassungsschutz hat ja da in Hessen auch eine herbe Niederlage erlitten. Müsst ihr mal googeln. Hier ist ja, ne, der Verfassungsschutz sind ja Beamte, hohe Beamte, die ja der Innenministerin und dem Justizministerium untergeordnet ist. Genau wie die ARD und ZDF, da sitzen hier im Fernsehrat Leute von CDU, SPD, die das hier bestimmen, was hier gesendet wird. Und so eine Sendung brauche ich wirklich nicht. Und die hat auch genau das Gegenteil nachher bewirkt, weil hier auch zwei Personen für die AfD gesprochen haben. Zeige ich euch in den Mitschnitten. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr die Sendung da empfunden habt. Das ist, so geht es nicht. Ich bin mal gespannt, ob es bei der nächsten Sendung die Grünen oder die FDP oder die SPD, CDU auch so angegriffen wird, so angefeindet wird, unfassbar. Dann noch mit Laien-Schauspielern, die da hier irgendwie in der Sendung ihre Meinung dann auch noch ändern. Es ist unfassbar, wie hier zur besten Sendezeit im ARD die Deutschen, die hart arbeiten, dann hier noch manipuliert werden und nur Lügengeschichten aufgetragen werden, Tatsachen verdreht, viel schlimmer gemacht wird. Es ist unfassbar, meiner Meinung nach, aber schauen wir nachher ganz zum Schluss noch, bleibt bis zum Schluss dran, ob das Auswirkungen hat auf eine ganz wichtige Wahl hier in Brandenburg, ob hier diese Sendung schon Zeichen setzt. Unfassbar, was man da alles hier heranzieht. Ne? Okay, wir gehen mal rein. Ich habe hier so 4 Mitschnitte, werde die danach kurz kommentieren, also bleibt bis zum Schluss dran und ich sag mal, rein in diese Videoclips. Das war Tobias Krell und dann können wir mal reinschauen, was er da für Argumente gebracht hat, kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg. Mein erstes Argument lautet, die AfD ist rassistisch, sie wertet Menschen ab und sie grenzt Menschen aus. Und das hört sich dann zum Beispiel so an. Unser vorhandener Wohnraum ist zuerst für Einheimische da. Die jungen Männer gehören zurück in ihre Heimat, Ende der Durchsage. Wir müssen den Austausch unserer Bevölkerung beenden. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben. Solche Menschen müssen wir selbstverständlich entsorgen. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet. Ja, ich glaube, es ist schwer dagegen zu argumentieren, dass in diesen paar Sätzen schon eine ganze Menge Abwertung, Ablehnung, auch Hass drinsteckt. Ne? Also wie gesagt, das kam mir vor wie damals Michael Schanze hier 1, 2 oder 3, ihr müsst euch jetzt irgendwie entscheiden auf ein Feld und hier, wie heißt er, Tobias Krell, der hier Ausschnitte oder hier, da wurden irgendwelche nur Sätze aus einer kompletten Rede rausgenommen und nochmal, die AfD möchte nicht alle abschieben, sondern die, die hier nicht für Deutschland arbeiten möchte und hier kriminell sind. Das muss man ganz klar differenzieren. Und das macht hier
Tobias Krell nicht. Der verallgemeinert das und sagt dann danach noch, ich habe ja nur so einen Mitschnitt hier, dass hier, ich habe auch Freunde, die hier Moslems sind, die friedlich sind, die ich schon seit 10, 20 Jahren kenne, die sollen ja gar nicht abgeschoben werden. Das muss man ganz klar differenzieren, aber hier wird das alles verallgemeinert, als wenn allgemein 1 Million deportiert werden. Da kommt noch Korrektiv, was ja auch total falsch war, wo ja auch der Herr Haldenwang hier eine klare Anzeige bekommen hat oder hier Korrektiv diese Äußerung mit dieser Deportation alles zurücknehmen musste. Das war kein Geheimtreffen. Alles wird hier in dieser Sendung reingepackt, um den Deutschen, der ARD und ZDF schaut, hier voll gegen die AfD einzustimmen. Aber das wird noch schlimmer. Wartet mal ab auf die nächsten Clips. Oma, Gott hab sie selig, haben die Shoah den Holocaust überlebt. Sie hatten nach dem Krieg immer einen Koffer, den ich erst als 10-Jährigen entdeckte. Und ich entdeckte in diesem Koffer neben vielem, wie dann Krügerrandmünzen rausfielen. Und ich fragte, was dieser Koffer soll. Ein alter, verbrauchter Koffer. Und sie sagten, Michel, wenn wir gehen, er ist immer gepackt. Und wir werden mit diesem Koffer überleben. Ein paar Monate. Ich fragte sie, warum sollen sie denn in einem gepackten Koffer in Deutschland leben? Und sie sagten, weil es nicht sicher ist, ob die alten Nazis und die neuen, die kommen werden, nicht wieder die Politik prägen werden. Die AfD ist eine Partei des Hasses. Ihr einziges Programm besteht darin, Menschen auseinanderzudriften, zu spalten, Menschengruppen zu beleidigen. Das macht Menschen Angst und zu Recht. Das macht Menschen Angst, die schwule Menschen sind, die jüdische Menschen sind, die schwarze Menschen sind, die queere Menschen sind. Aber all das sind Menschen. Und wenn Menschen Angst haben, egal was davor steht, dann kann ich uns nur sagen, wir sollten alle Angst haben. Es wird beliebig, wen sie hassen. Also das hier ist schon sehr makaber. Nochmal, wir sind meilenweit von entfernt, dass die AfD eine Hasspartei ist. Das ist absolut übertrieben. Das stimmt nicht, weil welche Partei ist für eine direkte Demokratie? Welche Partei ist für keine Waffenlieferung nach Russland? Und welche Partei ist hier für Sicherung, innere Sicherheit, Grenzen zu Geld in Sachleistungen und Kriminelle müssen hier in Deutschland abgeschoben werden? Das wird hier alles zugespitzt mit der Zeit von 1933 bis 1945 und das ist meiner Meinung nach ein absolutes Unding, genau wie damals hier am Wahlsonntag hier Bettina Schaußen das Wahlergebnis von Thüringen mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges in Verbindung brachte. Das ist für mich ein absolutes Unding und hier müssen richtige Anzeigen einprasseln, damit der ARD und ZDF, diesen Öffentlich-Rechtlichen, die wir hier mit unseren GEZ-Gebühren bezahlen müssen, hier solche Äußerungen verboten werden. Wenn das die CDU wäre oder die Grünen, möchte ich nicht wissen, was hier los wäre. Aber mit der AfD kann man es ja machen, weil, nochmal, die AfD ist demokratisch gewählt, die ist keine Hasspartei, ist keine Endpartei und hier, ich bin froh, dass die AfD gibt, weil hier werden Sachen aufgedeckt, wo sich die Grünen und die Linke und die SPD in Sicherheit wiegen. Sehen wir hier bei in Dresden mit dieser Carola-Brücke, und die hier eingestürzt ist, die eigentlich geprüft werden musste und hier der SPD und grüne Bürgermeister, Regierung, Stadtrat kümmern sich nicht drum, geben das Geld lieber für andere Sachen aus und dadurch ist die Brücke eingestürzt. Wir können froh sein, dass da keiner gestorben ist, aber das Gleiche haben wir ja auch hier in unserer Politik. CDU, SPD, Grüne wiegen sich alle hier in Sicherheit und weil die AfD unangenehme Themen, Ausschüsse, Fragen stellt, will man diese Partei weghaben. Ist ja logisch, weil die Altparteien keine Macht und keine Kontrolle abgeben wollen. Das ist meine Meinung und so schätze ich das ein. Und das Gleiche haben wir dann auch in Österreich. In der Schweiz geht es nicht, weil da haben wir eine direkte Demokratie. Da müssen sich alle irgendwie anpassen, Politik für das Volk machen. Das ist hier in Österreich und Deutschland absolut nicht der Fall und in der EU auch nicht. Wenn ich hier so eine Ursula von der Leyen hier sehe, die damals um mich zur Wahl stand und jetzt hier mit minimalen, CDU, man wählt ja immer das kleinere Übel.
müssen wir uns nicht wundern, wenn alles hier so weitergeht, dass die europäischen Außengrenzen hier im Stich gelassen werden. Frankreich, Italien, Portugal, Spanien und Griechenland werden da im Stich gelassen. Und dadurch sagen die, nee, wenn ihr uns im Stich lasst hier mit unseren Auffanglagern, dann gehen wir die ganzen Flüchtlinge halt weiter ins Landesinnere. Und das ist dann halt Deutschland, Österreich, Frankreich, die haben schon genug, in Holland haben auch schon genug und die schicken die alle wieder zurück. Das ganze EU-Konzept mit den Außengrenzen ist meiner Meinung nach total gescheitert, aber machen wir mal so weiter, bis das hier richtig hier nicht mehr zu reparieren ist, bis die innere Sicherheit in der EU total weg ist. Aber gehen wir mal weiter in diesen Clips, da kommen noch zwei und wo nachher noch ein bisschen hier positiv für die AfD, wo nachher mit zwei Frauen da ihre Meinung geändert haben, aber das waren wohl zwei jetzt hier Laiendarsteller, das sagt dann hier die Sendung hier kompakt. Da habe ich das jetzt hier mitgeschnitten und ich hoffe, das geht hier in Ordnung von Urheberrecht her. Wir werden sehen, ob ich das hier hochladen kann. Also zum nächsten Clip. Warum haben Sie sich hier hingestellt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich richtig stehe. Mhm. Ich bin eigentlich sehr dafür, dass die AfD an die Macht kommt und bin automatisch zu blau gegangen. Ah, sehen Sie mal, Sie sind sich nicht von der Farbe, dann müssen Sie eigentlich auf die andere Seite. Damit wir sicher gehen können, das, was wir in der ARD an Inhalten verbreiten, da können sich die Menschen drauf verlassen, dass es eben nicht manipuliert ist. Ja, also hier kann ich sagen, blau, grün, ne, hat sich das in der Sendung hier umgeändert, die Frau Christine, und alt als Laiendarstellerin von der ARD. Ne? Das nächste Beispiel kommt gleich. Und jetzt habe ich hier eine, wo der Schuss nach hinten losgegangen ist. Ob diese Frau jetzt irgendwie, ich weiß ja gar nicht, wie kommt man eigentlich da an, die ARD nimmt ja da nicht jeden. Und vielleicht sollte man sich in der Sendung da hin und her, mit Argumenten, es wurde ja auch nicht jeder befragt, irgendwo alles unfassbar, wie hier solche Sendungen dann durchgeführt werden, ne? Zu Lasten der AfD. Aber der Schuss ist meiner Meinung nach hinten losgegangen. Hört jetzt nochmal zwei hier kurze Stimmen. Ganz herzlichen Dank. Wo standen Sie zu Beginn der Sendung? Ich stand auch hier. Dann haben Sie die Position ja gar nicht so verändert. Nein, aber ich habe meine Meinung ein wenig geändert. Ja. Nämlich? Ich meine, ich weiß, dass die AfD extrem ist, aber ich wähle sie trotzdem und das ist Protestwahl. Ich höre auch immer nur, die fremden Menschen haben Angst. Ja? Es fragt kein Mensch, was wir Einheimischen für Angst haben. Also ich traue mich bei mir, zu Hause kommen, hoffe auf die Straße. Na, da fragt niemand danach. Es geht nur immer um Migration. Haben Sie da mal was erlebt auch oder ist das eher auch eine gefühlte Angst? Nicht direkt, aber es macht mir Angst, wenn also wirklich Trauben von Menschen entgegenkommen, auch nicht ausweichen. Und wie gesagt, deswegen gehe ich kaum noch auf die Straße. So, dann gehen wir nochmal hier auf diese Seite. Ja, das war denn mal so eine Oma gegen rechts, die denn mal ganz genau gesagt hat, wie es hier wirklich in Duisburg, in den Innenstädten, hier in Gladbach, in Krefeld, an den Bahnhöfen aussieht, in Saarbrücken, wo auch immer. Ihr kennt die Orte, wo sich keiner mehr hintraut. Und das ist Tatsache und das ist ganz klar Tendenz steigend und das wird immer mehr werden. Und wenn wir die Kriminellen nicht abschieben, wird das so weitergehen. Aber hier ist der Schuss nach hinten losgegangen, meiner Meinung nach. Die Frau hat ganz klar die Wahrheit gesagt und die wählt für die AfD. Aber was wieder komisch ist, dass sie in der Sendung dann ihre Meinung dann ändert. Ne? Das ist dann schon, was hier so ein bisschen aufstößt. Ne? Vorhin auch woanders. Vorhin auf der 3. Vorne auf der 3, ja. Auf der Seite, nein, sie ist kein Problem, die richtig. AfD, und jetzt stehen Sie hier auf der 3, ja, auf die komplett gegenteilige Meinung. Was hat Sie am meisten überzeugt? Es ist ganz einfach leicht zu erklären, die AfD ist ein Wolf in Schafspelz. Wolf in Schafspelz. Wolf in Schafspelz. Wolf in Schafspelz. Man weiß nicht, was er vorhat. Aber das hatten Sie vorhin nicht, diese Meinung, diese Position. Richtig. Durch die Sendung haben wir alles nachverfolgt und dann konnten wir da auf andere Gedanken. Deswegen haben Sie sich dann hierher gestellt. Richtig. Ja. Nicht alle hat das so überzeugt wie Sie, aber doch so einige sind auf dieser Seite gekommen. Tja, ich würde mal sagen, das lassen wir jetzt erstmal so stehen, denn das war sie, die erste.
Also auch hier der letzte Kandidat hier, auch ein Laienschauspieler, wie ihr gesehen habt, und hat in der Sendung seine Meinung geändert. Alles sehr zweifelhaft. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz hier, ob das eine Auswirkung hatte auf die Umfragewerte in Brandenburg. Weil darum geht's ja, man möchte die AfD ja halbieren oder am besten ganz verbieten. Aber das deutsche Volk lässt sich hier nicht mehr hinter die Fichte führen. Und schauen wir selber nochmal rein. Und dann ist das Video dann auch schon zu Ende. Schreibt Kommentare drunter, dann danke für eure Aufmerksamkeit, teilt das Video und ich sage nochmal kurz in die Umfragen Brandenburg. So, die Sendung war am 16. Am Montag und ja gut, jetzt haben wir den Wahltrend 17.09. Das kann jetzt vielleicht noch keine Auswirkung haben, hoffe ich, dass es auch keine Auswirkung hat. Und wir sehen hier 17.09. Brandenburg, AfD bei 28,4, SPD gewinnt dazu, 24,7, Entschuldigung. Dann CDU verliert leicht, trotz Merz, aber das ist alles noch nicht eingepreist. BSW auf 13,8, Grüne raus, BVB leider auch raus. Ich habe mir noch eine Hoffnung, dass sie noch reinkommen. Über Direktmandate, das wird ja auch noch hier gekauft oder irgendwie manipuliert werden, nicht antreten oder keinen Wahlkampf machen, dass wenigstens hier über Direktmandate da reinkommt. Dann die Linke raus, FDP ist noch nicht mal meine Splitterpartei, sonstige fallen dann ganz weg. Und dann hat man denn hier, na gut, wir machen nochmal hier die Wahlumfragen, ne? Zum Wahlergebnis, schaut mal hier, alles was blau ist, fällt weg. Das heißt, ne, gibt es dann nur noch hier so eine Dreierkorrelation. Das ist kaum noch möglich, sollten die Grünen nicht reinkommen. Und hier haben wir nochmal Plus, Minus. Ganz klarer Wahlgewinner ist die AfD. Herr Woidke kann dann hier zurücktreten. Und ich hoffe, ihr lieben Brandenburger wählt das hier so weiter. Am besten noch mehr, dass die AfD da über 30% kommt. Und dass da kein Weg dran vorbeiführt, weil nach solchen Sendungen wie gestern oder wie am Montag hier die 100, was Deutschland bewegt, ja, die AfD bewegt Deutschland, ist die gewählte Demokratiepartei gewählt, ne, seit 2017 im Bundestag, macht gute Politik, macht gute Anträge, vielleicht manche Sachen überspitzt, manche Sachen kann man drüber reden, aber das haben wir in allen Parteien, komische Kandidaten, die Kinderpornos haben oder sonstige Sachen, die machen ja auch weiter Politik. Oder hier mit Maskenaffäre bleiben weiter drinne, ein Herr Laschet oder hier was in der Corona, in der C-Pandemie gelaufen ist, ganz katastrophal, da übernimmt ja auch keiner Verantwortung, aber nochmal, die AfD ist auf keinen Fall eine Endpartei. Im Leben nicht. Da liegen Welten zwischen, weil die AfD gegen Krieg ist und nicht für Krieg. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die AfD hier die ganzen Migranten vergasen möchte. Oder, ne, wenn die nicht. Ne? Aber wie gesagt, die müssen ja irgendwie zurück. Das wird sowieso noch schwierig werden. Und wenn hier. Das ist ja ein lukratives Geschäft, die ganze Einwanderung. Und wir müssen gucken, wie wir hier die ganzen Kriminellen loswerden. Das wird ein Riesenaufwand, das wird riesenschwer werden, aber man muss sie zurückführen. Und wenn es in ein sicheres Herkunftsland ist, nur gesagt, da müssen die anderen Länder mitspielen. Und wir müssen den Flüchtlingen eigentlich vor Ort helfen, weil nicht alle sind kriminell, aber zumindest erstmal die Kriminellen oder die hier unseren deutschen Staat, den Sozialstaat ausnutzen wollen, die müssten das auf jeden Fall, das wäre ja auch in Kanada, in den USA, in Frankreich, in allen Ländern, die ich kenne, Australien, Neuseeland, wer da auf dem Sozialstaat oder wer da nicht arbeiten möchte oder die Sprache nicht lernen möchte, der ist schneller raus, als er reingekommen ist. Nur in Deutschland und in Österreich geht das nicht. Es ist schon sehr erstaunlich, was hier eigentlich abläuft. Meine Meinung. Aber schreibt mal in die Kommentare runter. Das soll es ja gewesen sein. Und ja, bis zum nächsten Video. Guten Tag, meine lieben Zuschauer. Heute haben wir den 18. September 2024 und ein treuer Abonnent hat mir gestern noch mal ein Video zugeschickt. Ich sollte doch mal ein Video machen über die Sendung Die 100, was Deutschland bewegt. Das lief, glaube ich, am Montag um 21 Uhr anstatt Hart aber fair.
und ich habe die Sendung nicht gesehen. Er hat mir da so ein paar Videomitschnitte mitgegeben. Und das kam mir so vor, wie damals Michael Schanze 1, 2 oder 3. Jeder konnte sich da so ein Feld aussuchen. Das hat mich da sehr stark dran erinnert. Ingo Zamparoni, der Nachrichtentagesthemensprecher von der ARD. Und jetzt schlagen ja doch die Wellen sehr hoch, weil man hat ja wohl angeblich diese 100. Da kommt mir auch das Spiel hier vor auf Sat.1, alle gegen 99. Da gibt es ja auch solche Spiele, wo Leute aus der Bevölkerung dann gegeneinander spielen. Aber das ist ja noch ein Spiel. Und das kam ja hier bei hier die 100, was Deutschland bewegt, auch vor wie ein Spiel. Aber das ist ja purer Ernst, weil da wurde ja die AfD wieder voll in diese 1933 bis 1945, in diese Zeit reingeschoben mit unfassbaren Clips, meiner Meinung nach. Was ich da gesehen habe, hat mir schon wieder gereicht. Das mit dem Koffer hier, dass die Juden hier auf gepackten Koffern sitzen würden, weil hier die AfD eine Endpartei wäre. Man müsste eigentlich die ARD diese Sendung komplett hier eine dicke Anzeige laufen. Hier muss der Verfassungsschutz ganz klar hinschauen, aber dem kann man ja auch nicht mehr trauen. Verfassungsschutz hat ja da in Hessen auch eine herbe Niederlage erlitten. Müsst ihr mal googeln. Hier ist ja, ne, der Verfassungsschutz sind ja Beamte, hohe Beamte, die ja der Innenministerin und dem Justizministerium untergeordnet ist. Genau wie die ARD und ZDF, da sitzen hier im Fernsehrat Leute von CDU, SPD, die das hier bestimmen, was hier gesendet wird. Und so eine Sendung brauche ich wirklich nicht. Und die hat auch genau das Gegenteil nachher bewirkt, weil hier auch zwei Personen für die AfD gesprochen haben. Zeige ich euch in den Mitschnitten. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr die Sendung da empfunden habt. Das ist, so geht es nicht. Ich bin mal gespannt, ob jetzt bei der nächsten Sendung die Grünen oder die FDP oder die SPD, CDU auch so angegriffen wird, so angefeindet wird, unfassbar. Dann noch mit Laien-Schauspielern, die da hier in der Sendung ihre Meinung dann auch noch ändern. Es ist unfassbar, wie hier zur besten Sendezeit im ARD die Deutschen, die hart arbeiten, dann hier noch manipuliert werden und nur Lügengeschichten aufgetragen werden, Tatsachen verdreht, viel schlimmer gemacht wird. Es ist unfassbar, meiner Meinung nach. Aber schauen wir nachher ganz zum Schluss noch, bleibt bis zum Schluss dran, ob das Auswirkungen hat auf eine ganz wichtige Wahl hier in Brandenburg, ob hier diese Sendung schon Zeichen setzt. Unfassbar, was man da alles hier heranzieht. Ne? Okay, wir gehen mal rein. Ich habe hier so 4 Mitschnitte, werde die danach kurz kommentieren. Also bleibt bis zum Schluss dran. Und ich sag mal, rein in diese Videoclips.